Jö, das schaut gut aus. Alle sind soweit bereit. Alle Bars sind durch. Rein da. Ein leichter Schwefelgeruch. Oder auch ein nicht so leichter Kriegsteufel. Wie viele seid ihr denn? Wir sehen auf der Karte 9 oder so, die wir jetzt auf einmal erwischen könnten. Allerdings bin ich mir ziemlich sicher, dass die Feuer nicht so wirklich viel Schaden nehmen. Aber testen wir ganz kurz. Verbrennen? Kein Schaden, okay. Hätten wir das auch geklärt? Du. Implosion, du wirst bestimmt Schaden machen, oder? Jo. Wie schaut's bei dir aus mit fliegender Faust? Nein. Implosion klappt. Autsch. So, das heißt, du machst Schrapnell, ja? Da soll vielleicht noch einen Ticken näher dran stehen. Und du probierst mal Prismenfeuer. Prismenfeuer klappt, okay. Gleich haben wir einen Tod. Du Schrapnell. Oh. So ein kleiner ist davon fast instant gestorben. Okay. Hauen. Du Prismenfeuer. Hauen. Hauen, 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 hauen. Das geht auch. Machen ja im Nahkampf doch ganz gut Schaden inzwischen. Oh, wir haben gerade mit Verbrennen 70 Schaden angerichtet. Das war ein Versehen, aber okay. Was haben wir hier? Teufelspläne. Der Inhalt dieser Schriftrolle ist schwierig zu verstehen, hauptsächlich wegen der seltsamen Sprache. Jedoch zeigen einige der Diagramme, an welchen Orten und nach welchen Muster die Teufel patrouillieren. Sehr, sehr gut. Jetzt kommt hier die restlichen Teufel. Weg mit dir, weg mit dir. Weg mit dir. Oh, da sind noch ein paar mehr. Kommt her. Wow, okay. Wow, genau. Schrapnell hauen. Prismenfeuer. Schrapnell für 3 Punkte. Komm schon. Da sind keine ganz kleinen mehr bei. Aber ich denke, ein paar davon kriegen wir noch down. Du Prismenfeuer. Hauen. Schrapnell für 50, schon besser. Nee, nee, das soll man lassen. Hauen. Zauberpunkte sind gleich aus. Prismenfeuer. Hauen. Oh, meistens sind angeschlagen. Das war's mit Schrapnell, Giftwolke. Klappt, aber jetzt hat sie auch gar keine Zauberpunkte mehr. Hauen. Oh, mit ihr keinen Flächenzauber, das ist echt ärgerlich. So, und du machst zu guter Letzt noch einmal geteiltes Leben. Jetzt spamme ich einfach eh und hoffe, dass wir noch ein, zwei im Nahkampf mitbekommen. Das sind echt viele. Ja, gut. Komm, komm, komm. Ja. Oh. Da sind schon sehr viele angeschlagen. Ich versuche mal gezielt auf die zu gehen. Jo. Also die kleinen zuerst, die grünen hier. Du. Genau, du. Nee. Er wird durch jeden Schlag aber nach hinten geschubst. Dann können wir nicht mehr targeten. Da ist dein Fuß. Nein. Da ist ein Fuß gewesen. Er flieht. Da ist noch ein kleiner. Genau, und aus hier. Okay.
Du bist krank. Das können wir gerade nicht heilen. Tut mir leid. Wir haben die Pläne. Was genau war unser Auftrag? Zerstöre den Vorposten der Teufel. Okay. Ja, schlafen. Du. Krankheit heilen. Nochmal schlafen. Und wieder hochbuffen. Aber es könnte was werden. Ich meine, wir haben schon recht viele umgebracht. Jetzt sind nur ungefähr die Hälfte da und dann passt das schon. Genau, wir brauchen noch einmal Fackellicht. Wir brauchen noch einmal die Kurzzeitbuffs. Wir versuchen wieder möglichst viele in den Gang zu locken und dann mit dem Prismenfeuer da gut reinzuhauen. Du Fackellicht, du Stunde der Kraft. Okidoki, rein. Genau, kommen alle her, kommen alle her. Kommt der Nahkampf. So. Du. Schrapnell. Ja. Du Implosion, du Prismenfeuer auf alle. Gott. Hauen. Schrapnell. So, erster dicker roter weg. Ja, gut, 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 gut. Einer wurde gerade nicht erwischt von dem Prismenfeuer, warum auch immer. Aber der Spruch ist ja eh ein bisschen komisch manchmal. Was machst du eigentlich? Dieser Zauberspruch dauert 5 Minuten pro Fähigkeitswert an. Der geschrumpfte Monster richtet die Hälfte, ein Drittel oder ein Viertel seines normalen Schadenswerts ein. Hat nicht geklappt. Oder wir sehen ihn nicht. Okay, wir sollten auch nicht unbedingt hier rumspielen und Talan hat keine Zauberpunkte mehr. Das ist nicht so schön. Kann schauen. Also so viel dazu, dass wir jetzt hier groß aufräumen. Ich denke, wir werden doch nochmal rauslaufen müssen. Wir haben bisher keinen umgebracht. Du. 5 Punkte. Daran können es auch liegen, dass wir keinen umgebracht haben. Ja. Ah doch, wir hatten einen dicken roten umgebracht am Anfang. Hoffentlich gleich einen kleinen grünen, okay. Komm, 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 komm. Hauen, hauen, hauen. Schuss mit Feuer. Sehr gut, für 40. Angeschlagen, angeschlagen, noch ganz gut am Leben, fast tot. Husch, großer Tod. Jop, 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 okay. Du, hauen. Gucken wir, ob noch eine Heilung drin ist, vielleicht bei Lay. Genau. Kraftheilung war teurer. Nee. Dann mach bitte einmal Wunden heilen auf dich. So. Jetzt durchprügeln. Also nur um zwischendurch noch ihren Impression, aber das war's dann. Kann ich auch rundenbasiert wegmachen. Genau. Tot. Tot und. Ah, geschafft. Was haben wir hier? Hier ist nichts, hier ist nichts. Ist einfach wohl ein ritualer Raum. Ohne irgendwas drin. Nicht mal Kisten. Können wir mir nicht antun. Ich brauche Kisten. Ich bin ein Gerugon. Nee. Okay, wir haben unseren Auftrag erfüllt. Das ist das Wichtigste. Das heißt, wir schlafen mindestens eine Stunde, damit sie Zauberpunkte regeneriert und springen dann zu Lord Osric Temper. Nicht genug Zauberpunkte, okay. So, Stadtportal, Freehaven. Mhm. Dann würden wir gerne erstmal ordentlich schlafen. Brauchen wir Platz im Inventar? Nö. Wir haben ganz viele Sprüche, die weg können. Ich bin richtig abgebogen, oder? Taverne? Ja, da, Taverne.
neue Nahrung. Schlafen. Fliegen. Müsste sogar die richtige Richtung sein. Und du machst schon mal Tag des Schutzes und du Tag der Götter. Das hält ja schön lange. Ganz schön diesig. So, genau, da ist die Burg. Und da ist auch hoffentlich der richtige Lord. Der Suchauftrag des Rates. Gute Arbeit. Mit den Informationen, die du uns gebracht hast, können wir einen Angriff auf die Teufel starten. Und da der Vorposten aus dem Weg geräumt ist, können wir da zuschlagen, wo sie am wenigsten erwarten. Ich versichere dich meiner Unterstützung im Hohen Rat. Hoffentlich unternimmt dieser Rat dieses Mal auch etwas. Mhm. Apropos Rat. Da flitzen wir jetzt mal ganz kurz hin und gucken, wessen Unterstützung wir eigentlich noch brauchen. Weil wir haben ja doch schon recht viele Aufträge erledigt für Lords und Ladies. Hier. Wir haben Daumen hoch, Daumen hoch, Daumen hoch, Daumen hoch, Daumen hoch, Daumen runter von ihm. Slicker Silvertang, das soll der Verräter sein. Zutritt zum Orakel. Solange ich ein Mitglied des Rates bin, werde ich dir nicht erlauben, das Orakel zu befragen. Ich bin von deiner Aufrichtigkeit nicht überzeugt und werde deine Anfrage nicht unterstützen. So, und er ist der Vertreter von Wilbur Humphrey von Burg Ironfist. Heißt, wir springen jetzt zu eben jenem. Zurückrufen. Burg Ironfist. Und wir haben Mai. Was? Wir haben immer noch Mai? Mai-Ding? Hey! Mai ist geschickt, Mono. Das hatten wir, glaube ich, schon aufgeschrieben. Komisch. Wir hatten noch mehrfach geschlafen. Warum ist denn immer noch Mai? Na gut, wir wollen zu Wilbur Humphrey und petzen. Wir wollen petzen, dass sein Stellvertreter wirklich ein Verräter ist und uns nicht Zugang zum Orakel gewährt. Und dann mal gucken, was er macht. Wilbur Humphrey. Silvertangs Ablehnung. Slicker Silvertang hat meine Anweisung missachtet. Das ist Verrat. Aber ich kenne ihn so lange und er hat nie zuvor meine Befehle missachtet. Vielleicht leidet er unter Wahnvorstellungen. Das wird sein. Er hat so viel Zeit damit verbracht, diesen schrecklichen Tempel von Bar zu untersuchen, dass er seinen Verstand angegriffen hat. Ich habe sogar einen ihrer Mäntel in seinen Räumen gefunden. Genau, er hat seinen Verstand verloren. Er ist hier nicht beigetreten. Nein, er hat den Verstand verloren. ja. Vielleicht kannst du eine Heilung für ihn finden. Sie dürfen sicherlich noch nicht wissen, was sie ihm angetan haben. Was? Sie dürften sicherlich noch wissen, was sie ihm angetan haben. Ich würde bei ihrem Hauptquartier im Osten von Burg Kriegsbeier anfangen. Hier, nimm diesen Mantel. Vielleicht kannst du ihn gebrauchen. Ja, also wir haben den Mantel, der uns als Barmitglied ausweist, und wir haben diesen Ankh. Damit dürften wir auf jeden Fall reinkommen. Und vielleicht sollten wir doch mal mit dem eigentlichen König momentan sprechen. Hallo, Nikolai Ironfist. Was hast du denn über deinen Onkel zu sagen? Dein Onkel Archibald, den Oberbösewicht. Jeder sagt, dass mein Onkel Archibald keine sehr nette Person war und dass er fast den Thron meines Vaters an sich gerissen hätte. Wien aber besiegt haben. Vater ließ ihn durch Tarnir zu Stein verwandeln und schloss ihn in der Bibliothek ein. Seit Jahren war niemand mehr oben in der Bibliothek. Wir schon. Und wir haben ihn auch schon gesehen. Langeweile. Dieser Ort ist fürchterlich langweilig. Jeder sagt mir, was ich zu tun und zu lassen habe, und ich darf die Palastmauer nicht verlassen, solange mein Vater verschwunden ist. Königlich zu sein ist auch nicht mehr, was es einmal war. Ich habe die Burg seit Monaten nicht verlassen. Jedenfalls seht ihr Leute wichtig aus. Was wäre, wenn ihr mir helft, für ein paar Tage aus der Burg zu verschwinden? Ich kann euch nicht viel dafür anbieten, aber ich stünde in eurer Schuld. Das ist schon mal ein sehr guter Vorteil, einen Prinzen zu haben, der bei ihm an der Schuld ist. Eines Tages werde ich mich dafür erkenntlich zeigen. Ich bin schließlich immer noch der Prinz. Ich werde durch eine Geheimtür gehen und euch draußen erwarten. Und da können wir nichts gegen sagen. Und da haben wir jetzt den Pfeil für den Prinzen. Was ja soweit ganz nett ist. Der verfolgt uns jetzt, guckt uns ein bisschen zu. Aber dann passiert gleich was. Und das ist der Haken. Deswegen habe ich die Queste vorher nicht angenommen. Und in weiser Voraussicht reise ich schon mal dahin, wo es eventuell weitergehen könnte.
Weg, weg, weg. Es muss cool sein, wenn man als Prinz aus dem Schloss rauskommt und dann gleich mit Helden durch die Gegend zieht, die fliegen können. Schmugglerwort. Es scheint, dass Prinz Nikolai verschwunden ist, während du mal nicht aufgepasst hast. Der ist nämlich jetzt ausgebüxt und zum Zirkus gelaufen. Meint jedenfalls Talana. Die hat von sowas Ahnung. Das heißt, wir gehen sofort zum Zirkus und gucken, ob er da ist. Problem allerdings ist, dass der Zirkus wandert. Und es gibt sehr, sehr viele Stellen, wo der Zirkus sein Lager aufschlägt.